Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr sehen könnt, ich bin nicht alleine, die liebe Lina sitzt nämlich schon neben mir. Wir haben uns jetzt gerade in die Halle gesetzt, weil wir ein Wer würde eher Video drehen. Lina hat nämlich hier schon die süßen Zettelchen gebastelt. Einmal hier Niki und Lina und auf der anderen Seite Lina und Niki. Und auf Instagram habe ich euch gefragt, was ihr für Fragen an uns habt. Und falls ihr mein Instagram-Account noch nicht kennen solltet, werde ich ihn euch mal ganz kurz hier einblenden und natürlich auch in der Infobox verlinken. Und auch Linas Account werde ich euch unten in die Infobox verlinken. Da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Sie hat auch einen Instagram-Account und nimmt euch bei ihren drei Mädels, beziehungsweise drei Mädels sage ich schon, es sind ja nur Jungs, bei ihren drei Jungs nimmt sie euch immer mit. Also schaut da gerne auch mal vorbei. Ich würde sagen, wir starten. Jules sitzt hinter der Kamera und wird uns jetzt die Fragen vorlesen. Und wir entscheiden dann eben, wer würde eher, entweder Lina oder Niki. Wer würde eher seinen Hausschlüssel vergessen? Ja. Sind wir einer Meinung? Wer würde eher sein Pferd die Mähne für 100 Euro abrasieren? Würdest du? Warum? Würde sie wirklich? Gar nicht. Wer würde eher sein Pferd mit Rasierwasser statt Shampoo waschen? Ja. Mit Rasierwasser. Weil du wahrscheinlich zur falschen Flasche greifst. Keine Ahnung. Wer würde sich eher mit schmutzigen Steigklamotten in ein Restaurant setzen? Das ist ganz eindeutig. Haben wir Platz? Ja, klar. Kommt keiner näher. Wer würde sich und seinem Pony nur noch Markensachen kaufen? Ne? Ja, okay. Komm klar. Wer würde sich ihr ein Großpferd kaufen? Ja, ich finde Großpferde auch schön, aber ich bin halt eher so die Pony-Fraktion, muss ich ehrlich sagen. Das ist so lieber meins. Aber wenn groß, schwer. Ja, du mit deinem Kaltblütern da. Wer würde eher sein Pferd verschenken? Ey, keiner? Keiner. Was ist das für eine dänische Frage? Keiner? Weiter? Also, wieso liest du die Frage überhaupt vor? Merkst du was? Kann ja lustig werden. Wer würde eher 2000 Euro beim Krämer ausgeben? Oh Mann. Ich bin aber schon sparsamer geworden. Tatschuls. Wer würde sich eher ein Scheierhaus kaufen? Ja. Größer, schwerer. Wer würde eher außer dem Schlafanzug zum Stall fahren? Oh, ernsthaft? Wer würde sich eher in den Misthaufen legen? Das übrigens haben auch ganz viele geschrieben. Lina und ich werden nämlich bald auch eine Pony-Challenge machen. Und da haben auch ganz viele geschrieben, weil es sollte halt generell eine Challenge werden, wer würde eher, oder wer die Aufgabe war, irgendwie 2 Minuten in der Scheiße zu stehen oder so. Also das sind echt lustige Aufgaben gewesen. Die werden wir natürlich meistern und man muss dann rausziehen, aber das wird dann ein anderes Video. Was auch immer die Leute nehmen, nehmt weniger. Nehmt weniger. Oder du nimm einfach mehr. Du nimm einfach mehr. Ich nimm mehr. Wer würde eher Western reiten? Ja. Warum auch immer eigentlich. Aber du, es passt mehr zu dir. Du da drauf sitzt mit dem Lasso. So wie die Chrissy gestern. Was? Oh. Klein Bendix hat sich, die Mama kommt. Lass gern in 10 Minuten. Gern in 10 Minuten und dann wird er abgetransportiert. Das kleine Shetty crasht unser Video. Das ist das Shetty von Lina, kennt ihr mittlerweile sicherlich auch. Klein Bendix, beziehungsweise aka Türsteher. Okay, wer würde eher beruflich etwas mit Pferden machen? Puh, das ist schwierig. Aber ich mach das ja schon eigentlich. Ich habe auch schon mal Reitstunden. Ah ja, okay. Oh Gott, wer nimmt bei dir freiwillig Reitstunden? Hallo, Zwergerstunden. Würdest du Reitstunden bei mir nehmen wollen? Ja. Oh, vielleicht sollte ich Reitstunden geben.
So Longenunterricht. Ja. Wie süß wir wäre es? Wir pflücken jetzt die Äpfel. Die Äpfel von oben. Und dann machen wir machen Kreise. Ja. Wir machen ein Flugzeug. Das wäre schon cool. Und ich flieg. Flieg. Neues Video. Okay. Loge-Stunde bei der Loge-Stunde bei der Nikola. Ja, aber die Julia nimmt ja, bei mir. Mhm. Das ist gut. Mach ich. Mach mal, ja? Mhm. Okay, wer würde eher jeden Tag zu Crema fahren? Gute Frage. Zeit habe ich gar nicht. Wer würde eher alle Schweißsprays kaufen? Schweißsprays? Ich bin halt eher so Anti-Schweißspray. Schweißspray. Du sprühst viel mehr. Also ich sag Lina, weil sie einfach mehr sprüht. Sei ehrlich, du sprühst echt mehr. Ich mach vielleicht alle 3 Tage und sie haut da immer viel rein. Obwohl, also Bendix Mähne schaut natürlich immer geil aus, muss ich sagen. Liegt auch an der Julia. Weil du sie fleißig striegelst. Ja, ich weiß. Eingebildet hier, ich weiß. Wer würde eher für 5 Millionen sein Pferd verkaufen? Niemand. Für 5 Millionen schon. Was? Was? Hallo. Nee. Aber 5 Millionen schon verkackt. Sind schon viele. Schon verkackt, weiter. Kannst du nicht dein Pferd verkaufen? Für 5 Millionen? Wer würde eher sein Pferd am Anbindeplatz vergessen? Na nee, ist mir schon mal passiert auch. Oh, okay. Beide. Wer würde eher einen Hengst kaufen? Wer würde eher zu einer anderen Rasse wechseln? Stimmt, du hast die Friesen noch im Kopf. Ja, die Friesen sind noch im Kopf bei mir. Vergiss sie immer. Mhm. Wer würde eher sein Instagram löschen? What? Niemals! Wer würde eher den Stall wechseln? Keiner. Nein. Nein. Wer würde eher in einem S ein Stern springen teilnehmen? Safe not. Na ja, spring mal. Wer bist du? Wir laufen halt unten durch. Ja, genau. Einfach so. Bestanden, weil wir sind unten durch. Wer kein nichts abgeräumt. Hallo. Nichts runtergefallen. Wer würde eher sein Pferd bunt anmalen? Ja. No way. Man kommt noch. Pass mal auf. Wer würde eher rückwärts auf dem Pferd sitzen? Wer hat dich gesagt? Ja, du hattest dein Video schon rückwärts blind alles. Blind, das stimmt. Rückwärts war es noch nicht blind, aber falls ihr das Video nicht gesehen habt, werde ich es euch unten in die Infobox verlinken. Da bin ich blind geritten und es war krass eine Erfahrung, muss ich euch sagen. Es war sehr faszinierend. Also schaut da gerne mal vorbei, werde ich euch wie gesagt unten verlinken. Wer würde eher bei GNTM mitmachen? Bei was? GNTM Jeremy's Next Topmodel. Ja, genau. Aber ja, die Bombenfigur dafür. Die also ich nicht. Mich und meine die schauen jetzt aus. Bin raus, würde ich sagen. Ich bin raus. Okay. Ja. Passen wir gut rein, du. Wer würde eher den Schweif von seinem Pferd pink färben? Ach, was für eine Frage, du. Wer würde eher mit Sattel schwimmen gehen? Wir beide, weil beide wir sind ja, wir waren ja jetzt erst. Und wenn er nass geworden wäre, er nass geworden. Korrekt. Wir scheißen uns da nix. Okay, scheiß dir nix, dann zeigt er nix. Okay. Tschüss, Jürgen. Ja. Ich nehme dein Handy aber mit. Nicht. Wer würde sich eher einen Friesenfohlen kaufen? Ja, was ist das denn? Yay, endlich hat sie es auch verstanden. Wer würde sich eher eine Reifenteilung für sein Pferd suchen? Wer würde eher ein Fohlen großziehen bzw. ausbilden? Ich hab halt die Schute, gell? Ich würde sagen, mich. Anders als ausbilden die Lina, aber Stute, weil du hast ja überhaupt keine Stute, weißt du, wie ich mein Fohlen und so ist bei dir schwierig mit dem Wallach. Ich weiß nicht, Kaffee bei der Fohlen. Okay. Guck, was kostet die Welt? Kaffee halt ein Fohlen. So. Vierte Pferd. Na. Wer würde eher das Pferd von der anderen reiten, obwohl sie es nicht weiß? Ja. Ja, keine Ahnung. Wer würde eher nie wieder ausreiten gehen? Was? Warum ich? Erklärung. Ja, wenn du immer alleine raus müsstest, würdest du nicht mehr rausgehen. Wobei ich schon alleine auch rausgehe. Und wisst ihr, was ich mir überlegt habe? Ich werde jetzt mir eine Sicherheitsweste kaufen. Um Gottes Willen.
Wer würde eher einen Freund bekommen? Wie bekommen? Das ist ja schon gemein. Wer würde eher einen Freund bekommen? Wir beide vielleicht? Ja, man weiß ja nie, gell? Karma ist a bitch, wie unfair. Also sorry. Weiter. Wer würde eher ein Dressurturnier gewinnen? Immer diese blöden Freund-Freund-Fragen. Die nerven irgendwie. Hast du einen Freund? Sei leise, ey. Ja, Niki, hast du einen Mach Freund? Jetzt weiter. Das ist zu privat. Ich beantworte keine privaten Fragen mehr. Dann klären wir das später. Ja, genau. Wer würde eher mit Bademode reiten? Ich muss das Bild halten. Ja. So ein Nummern-Girl. Ja, genau. Aber dann hätten wir nichts an. Okay, dann wirklich. Wer würde eher mit seinem Pferd im Zirkus oder einer Pferdeshow auftreten? Also ich nicht, weil mein Pferd einfach viel zu crazy dafür ist. Dein Pferd kann nichts. Boah, wie frech ist das? Hallo, mein Pferd kann nichts. Es kann gähnen, es kann sich hinlegen. Hallo, Moment da mal. Merkst du was eigentlich? Aber sie ist nicht so gechillt. Deswegen würde ich niemals mitmachen, weil die Fauni nie gechillt ist. Okay, wirst du schon. Ja, den kannst du überall hinparken. Wer würde eher ein weißes Halfter kaufen und es im Dreck fallen lassen? So ein Dreck? Ich würde es gar nicht kaufen. Das wäre schon vom Weg zum Krämer zum Parkplatz runtergefallen. Das und vergessen. Ja. Es gibt und gibt es überhaupt weiße, jetzt mal ohne Frage, gibt es weiße Halfter? Ja, dein Plüschhalfter ist weiß. Dein Plüschhalfter, das ist Silber. Auch das ist weiß. Ach, das meint ihr. Der Plüsch, ja. Aber ihr seht auch, wie es jetzt ausschaut, ne? Also. Wer würde eher ein Vielseitigkeitsturnier reiten? Oh ja. Beide. Beide. Also eigentlich beide. Wer würde eher seine Schabracken verbrennen? Was? Eigentlich keiner, aber ich würde eher sagen Lina. Eine reicht. Nee, eigentlich nicht. Wer würde sich eher noch ein Pferd kaufen? Also sie sicherlich nicht, weil sie schon sonst vier hätte. Ja. Obwohl. Also ich hätte jetzt so das gesagt, weil du jetzt dann das vierte Pferd hättest, deshalb hätte ich jetzt gesagt, lieber ich, weil das mein zweites dann wäre. Schon oder? Gerecht. Ja, ist gerecht, ist gerecht. Wer würde sich hier ein Top-Turnierpferd holen? Keiner. Was möchtet ihr mit so einem 15.000, 16.000 Euro Gaul? Also nichts gegen die, die so ein Pferd haben, aber für mich war es nichts. Für mich wäre es auch nichts. Weil ich gar keine Ambitionen hätte. Ja, aber das ist ja das Schöne. Jeder möchte was anderes. Ja, das ist doch gut. Ich möchte es nicht. Ich auch nicht. Da sind wir uns einig. Die nächste Frage ist gut. Erzähl. Wer würde eher, also ihr zusammen vielmehr, nein, okay, die Frage ist eigentlich doof. Die ganze Zeit. Wer würde eher mit dem Pferd zu Meckes reiten? Beide, wobei halt dann auch wieder die Sache ist, mit Fauni gechillt sein oder nicht, ja, aber eher dann ihr zusammen. Jetzt, aber wir trainieren echt viel momentan. Beim Ausreiten haben wir jetzt halt mehrere Stellen, wo wir auch trainieren einfach, weil wir... Wo Menschen sind. Das härten wir nämlich gerade die Fauni richtig gar ab, weil jedes Mal, wenn uns ein Mensch entgegenkommt, kriegt die Fauni, sag ich jetzt mal, einen Anfall. Und da sind wir jetzt halt, glaube ich, letzte Woche, sind wir zum See auch geritten und da waren so viele Radler, so viele Menschen, also so viele in Anführungszeichen, aber sonst sehen wir im Wald keinen Menschen und da haben wir sicherlich war viel los. Ja. Wer würde eher vergessen, zum Stall zu fahren? Keiner. Also wenn ich es vorhabe, fahre ja. Ja, sehe genauso. Wer würde eher vom Pferd fallen? Oh, toll. Wer würde eher das Reiten aufgeben? Keiner, oder? Also ich nicht. Außer es würde irgendwas Krasses passieren oder so, aber... Aber dann darf ich Pferd, glaube ich, trotzdem käuten und halt so Bodenarbeitstante werden. Spazieren gehen. Ja. Das mache ich jetzt auch. So, letzte Frage, Jules. Gib Gummi. Wer würde eher Hobbyhorsing machen? Was ist das denn? Was ist denn Hobbyhorsing? Das ist diese Steckenpferde, wo du dann selber praktisch rumläufst. Wie selber rumläufst? So wie die letztes Mal in den ganzen Turniervideos, was sie jetzt selber gedreht haben, alle. Warte. Hä? Das nennt sich Hobbyhorsing? Musst du halt wäre auf jeden Fall günstig. Das ist das Holzpferd dann, was ich zwischen die Beine nehme. Ich sehe uns schon kommen, wie wir hier durch. Hobbyhorsing? Das ist so ähnlich wie Springreiten. Oh, nee. Das gibt's.
Das sind Turniere. Ja. Gefertigte Steckenpferde. Ey, schau mal, wie viele Leute da zuschauen. Jetzt natürlich nicht bei Corona mehr. Ha, ja klar, aber guck mal, da gibt es sogar Zaumzeug zu kaufen. Mehr als 400 Hobbyhorse waren in unterschiedlichen Disziplinen. Wahrscheinlich hole ich mir jetzt nächste Woche so eins. Okay. Mit doch kein Friese. Ja, mit doch kein Friese, mit einem Hobbyhorse. Hey, geil, aber geile Frage. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Ich bedanke mich bei der Jules, die da netterweise die Fragen vorgelesen hat. War ja sehr engagiert gerade. Und vielen Dank auch an die Lina, die hier mitgemacht hat. Vielen Dank an euch, die die Fragen alle geschickt haben und gestellt haben. Daumen nach oben, Jules zeigt es an. Und ich werde die jetzt halt mal, hier sieht halt echt keiner, ich werde die hier oben mal rechts im Bild auf Lina ein paar Videos verlinken. Da kannst du gerne mal draufklicken. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss.